Morgen, es dunkelt raus. Herzlich willkommen. Wir haben Mittwoch, den 31.08. Es ist kurz nach 6. Es ist ja, stockdunkel, würde ich nicht sagen, aber es ist noch dunkel. Hab noch den KMC geladen, den fahre ich jetzt rüber in den Hof. Vor die Werkstatt. Dann vermute ich, ich sattel um. Vermute ich, dass ich dann nach Wiesbaden runterfahre und einen R922 hole. So, bin in Wiesbaden. Vorne steht in meinem Baggage doch nur ein R922, ich dachte ein R924, aber ich habe mich verguckt. Geht schnell Abhänge. Hat gerade leicht begonnen zu regnen, aber ja, ist halt so. Mache ich schnell und dann schmeiße ich mir das Ding drauf. Ach, da oben ist ja anders. Also rückwärts neben der Bagger. Der Bagger sieht so schön sauber aus. Ja, und wenn ich jetzt hier wieder durch den gelben Sand hier, durch den, was ist das, Klingersand oder wie das Zeug heißt, jetzt versaue ich meine ganze Tieflader wieder. Gut, es regnet. Aber hier ist halbwegs sauber und dann ziehe ich mich daher.
lag hier gleich ein R29 Kompakt. Was mich ein bisschen miefig macht, ist, der hat 4 Anbauteile dabei. So, mittlerweile 12.20 Uhr. Fast anderthalb Stunden hier rumgedoktert. Wie gesagt, vom Platz her gar kein Thema. Passt das alles, ja, aber bis alles liegt und bis alles fest ist und ja, auch an Zeit. Da hat mich noch irgend so ein blödes Vieh gestochen. Ich hab ein Ei hier an meinem Oberschenkel hängen. Am nicht zwischen. Ja. Ich habe jetzt den 29 mit dem ganzen Krempel geladen und der fahre ich jetzt hier nach Saarbrücken, Rehbach, glaube ich, war das. Egal. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich weiß, wo es ist. Da waren wir schon öfter. So, hier über den Kreisel drüber. In einem Kreisel geht es dann links ab. Ich muss hier links runter. So ist es. Da unten ist noch eine Asphaltmischanlage.
Vollgas gibt, was mir gerade aufgefallen ist. Aber ist ja eigentlich logisch, ne? Wenn du in einer Kläranlage, so wie ich jetzt hier arbeite oder halt irgendeine Maschine liefer, stehst neben fremden Leuten, ja, du kannst so einen abziehen, der riecht wie 7 Tage tote Katze oder so. Und keine Sau interessiert. Weil hier ist ja grundsätzlich ist hier schon ein Milchvieh. Ja. Kannst so einen abziehen. Keine Sau interessiert hier. Geil, oder? Hier will ich bleiben.
Planierraube, unsere 716. Werde ich hier jetzt laden und die bringe ich dann nach Weilerbach rüber ins US-Hospital. Nö. Ich weiß nicht, was der Plan ist sonst noch heute. Ich muss heute noch tanken gehen, das ist mal auf jeden Fall geplant. Laderaube. Eieieiei. Unsere kleine Walze wird gerade von unserer großen Walze verladen. Sorry, bitte. Aber wieder böse. So früh am Morgen.
Radweg. Zum selben Zeitpunkt an hier.
mittlerweile bin ich das dritte Mal jetzt hier oben. Ich war dazwischen, war ich noch mal hier, habe die kleine Kehrmaschine geladen. Die ging auch nach Hause bei uns aufs Lager. Dort habe ich dann diesen Dumper geladen. Der kam mit hier hoch nach Petersberg. Den lade ich jetzt gerade ab. Und hier rechts im Bild sieht man die Scharfußwalze. Die lade ich dann auf und die fahre ich dann wieder rüber nach Weilerbach in das US-Hospital. Thank you.
gut, weil es hochkommt irgendwie. Geht jetzt nach Kietrich hoch. Ach, das hätte ich jetzt heute auch nicht mehr gebraucht. Aber gut, vielleicht habe ich dann danach Feierabend. Habe ich diese Ortsdurchfahrt vermisst? Kann man gar nicht verstehen, oder? Die habe ich nicht so als Durchfahrt vermisst. Ach ja. Weiß nicht, warum sage ich eigentlich immer Danke? Oder die anderen Verkehrsteilnehmer hören mich doch eh nicht. Eine meiner 12.000 Macken. Also, wie ich das schon mal gesagt hatte, es war die erste Arbeitswoche in diesem
ja, wir Transportfahrer fangen ja immer 2-3 Tage früher an, dass schon einige Maschinen dann draußen stehen auf der Baustelle. Das war ein Fayonet Nebihi. Entschuldigung, es war ein recht früher Samstagmorgen. Ich habe gesagt, ich fahre den Bagger samstagsmorgens hier raus. Es hatte hier geschneit, also hier lagen ca. 15 cm Schnee. Die Straße war geräumt. Ich hatte wirklich, ich weiß gar nicht, wem ich alles den Hintern geküsst hatte. Ungefähr 150 Meter nach meiner Baustelleneinfahrt, die jetzt hier vorne links kommt, lagen zig Bäume quer auf der Straße. Wirklich, ich weiß es nicht, wie viel Hinterteile das ich geküsst hatte. Thank you.
hier gerade noch ein paar Papiere. Ja, das war's wieder mal für diese Folge. Waren die Tage des Petersbergs. Keine Ahnung. Ich war ja gestern dreimal oben, heute noch zweimal. Also, ich weiß ja gar nicht mehr, wo irgendwelche andere Baustelle sind von uns. Wie gesagt, wieder eine Woche geschafft. Mir reicht's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Dann sehen wir uns wieder in einer nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß, haut rein. Tschüss.